Spielbildschirm. Die Gesundheitsanzeige befindet sich links oben. Die Länge der Gesundheitsanzeige richtet sich nach dem Körpertyp. Stärkt ein Sani deine Gesundheit, verlängert sich die Anzeige um einen Punkt. Weitere Punkte fügt man durch erworbene Fähigkeiten oder eroberte Sanitätsposten hinzu. Deine derzeitige Charakterklasse steht links neben der Gesundheitsanzeige. Aktive Buffs befinden sich rechts. Wenn du dich selbst buffen kannst, siehst du das hier. Der Status eurer Primärmission wird auf der rechten Seite in Gelb angezeigt. Aktive sekundäre Missionen darunter in Blau. Der Missionstimer befindet sich in der oberen rechten Ecke. Er zeigt an, wie viel Zeit dem angreifenden Team zum Abschluss der Mission bleibt. In Kampagnen und Missionsmodi wird der Missionstimer verlängert, wenn eine Primärmission abgeschlossen wird. Das Radar zeigt die Position deiner Teammitglieder in weiß, den Standort erspähter Feinde in rot. Deine aktuelle Mission wird ebenfalls angezeigt. Die anderen Symbole stehen für einsetzbare Objekte wie Minen. Das Granatensymbol zeigt, welche Art von Granate der Charakter werfen kann. Nach Werfen der Granate wird die Anzeige grau und füllt sich langsam wieder auf. Ist die Anzeige wieder voll, kann der Spieler eine weitere Granate werfen. Jeder Granatentyp hat seine eigene Anzeige. Das Symbol deiner aktuellen Waffe steht neben dem Munitionszähler. Der Munitionszähler zeigt an, wie viel Munition derzeit in der Waffe ist und wie viel zum Nachladen zur Verfügung steht. Das Symbol der Sekundärwaffe befindet sich hier. Unten links findest du die Spezialfähigkeiten deines Charakters und deine Versorgungsanzeige. Wähle durch Drücken der entsprechenden Taste die Fähigkeit aus. Nach dem Einsatz wird das Symbol ausgegraut. Die Fähigkeit kann wiederverwendet werden, wenn das Symbol aufgefüllt ist. Die meisten Fähigkeiten kosten einen Punkt deiner Versorgungsanzeige. Die Anzeige füllt sich langsam bei Nichtbenutzung.